So, hallo Rina. Hallo So, also unsere Zuschauer, meine Zuschauer unter anderem, das ist die Rina. Ich werde euch alle Kontaktdaten von Rina natürlich in der Beschreibung dann dalassen. Ja, und Rina erzählt uns jetzt einfach mal, was sie genau macht, wer sie ist. Und vielleicht gehst du dann noch mal kurz darauf ein, was genau Betsness ist für die Leute, die da gar keine Ahnung von haben. Nasta. Okay. Also, Bestes ist nichts anderes als das Vorgaukeln von falschen Gefühlen. Das heißt, wenn dir du im Urlaub oder auch im Internet oder auch vielleicht zu Hause, kann es dir ja auch passieren, dass du einen netten Mann kennenlernst, der ziemlich schnell dir plötzlich Komplimente macht und dir das Gefühl gibt, du bist, wirst auf Händen getragen und ja, das passiert dann ziemlich schnell. Du bist dann ganz schnell auch verliebt und wie das dann halt so ist. Und die Komplimente, die kommen, du hast das Gefühl, der versteht dich, der, ja, du hast das Gefühl, du hast deinen Seelenpartner praktisch gefunden. Und so erzählen das auch viele andere. Und so hatte ich das Lovebombing also auch empfunden. Ja, und dann irgendwann, wenn du genug Gefühle entwickelt hast für den, kommen dann so langsam aber sicher so kleine Forderungen. Kommen dann zum Beispiel so Sachen wie, kannst du mir was mitbringen? Ein Handy, vielleicht ein iPhone, kriegst du auch das Geld wieder und wenn du dann das iPhone oder so mitbringst, entweder haben sie kein Geld oder aber sie sagen dann hinterher, wieso, das war doch ein Geschenk, kann auch alles passieren. Oder dann kommen dann auch solche Sachen wie, ich wollte schon immer eine Deutsche, Österreicherin oder Schweizerin als Freundin haben oder als Frau haben. Du fühlst dich dann natürlich, ne? Und ja, dann hinterher sitzt du voll in dieser Falle drin, wenn Geld fließt. Kriegst du dieses ganze Lovebombing ab und wenn kein Geld kommt oder nicht sofort, meldet er sich ein paar Tage nicht oder es gibt ein großes Drama, dann wird auch teilweise, wenn Geldforderungen kommen, auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, meine Mutter ist krank, sie braucht ganz dringend Geld für eine Operation. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll, und weil du ja die Familie kennengelernt hast. Dann denkst du, ach, die armen Leute, und da muss ich doch was tun. Und dann schickst du Geld hin und ja, und dann, ehe du dich versiehst, hast du mehrere tausend Euro schon darüber geschickt, ohne dass du überhaupt einen Gegenwert bekommen hast. Und ich sag mal, das ist so im Grunde genommen das Business. Okay, Die das heißt, gaukeln dir Gefühle vor. die Frauen werden emotional abhängig gemacht Genau. mit ja, Love Stories. Du hast gesagt Love Bombing. Also Love Bombing, wenn ich das mal übersetzen darf, das bedeutet ja, also du wirst bombardiert mit voller Liebe und Genau. Zuneigung und Ja. Zuwendung und allem drum und dran, was halt dazugehört. Und wenn die dich dann so weit haben, dass die dich abhängig gemacht haben von sich selber, von den Emotionen, den Genau. Gefühlen, all was dazugehört, dann werden Forderungen gestellt und die Frauen, ja, die verfallen dem. Also die sind dann so big in love, dass sie wirklich de denken, das ist die große Liebe, das ist der Richtig. Seelenverwandte und wo die halt, ja, drauf loslegen. Okay. Ja, und was spielst du da für eine Rolle? Also was machst du jetzt genau? Erzähl mal ein bisschen über deinen Kanal und das, was du halt jetzt, deinen Weg überhaupt dahin und wieso du es machst. Also ich hatte ganz, ich sag mal, vor ganz langer Zeit hatte ich so was Ähnliches erlebt. Ich war mit einem Narzissten verheiratet. Da war das dann im Prinzip ähnlich. Also auch ich bin finanziell abgezockt worden von ihm. Auch ich habe die ganzen Manipulationen erlebt. Und ja, und ich bin dann irgendwann wollte ich verstehen, was mir überhaupt passiert ist. Und ich habe das durch Zufall auf dem YouTube-Video gesehen gehabt. Und meine Freundin ist aber gleichzeitig, wo ich dann begann, über meine Vergangenheit zu recherchieren, was ist mir passiert, hatte sie in Betsy kennengelernt. Und ja, und dann habe ich dann irgendwann gemerkt,
Hoppla, da sind ja Parallelen. Und ich hatte sie dann auch, ich hab mal besucht und habe dann auch einen Betsy kennengelernt. Und das beschreibe ich dann auch auf meinem Kanal demnächst. Und naja, auf jeden Fall, ich bin auch mal mit dem blauen Auge davongekommen, weil mir das alles sehr bekannt vorgekommen ist und ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, da passt was nicht, da stimmt was nicht. Und ich hatte auch das unbestimmte Gefühl gehabt, dass ich in eine Beziehung gedrängt werden sollte, und zwar von Seiten dieser Betsy-Familie. Das war eine komplette Familie, die da drin involviert ist, kann man so sagen. Also die Brüder, die Cousins, die Neffen und so weiter. Und ja, und dann haben wir 2022, haben wir dann beschlossen, wir müssen was dagegen tun, weil ich immer mehr Geschichten von meiner Freundin gehört habe. Die hat jahrelang unten in Luxor gelebt mit ihrem, ja, mit ihrem Lebensgefährten, nenne ich ihn jetzt erst einmal so. Und da war noch alles wunderbar und sie erzählte immer mehr Geschichten. Ich denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein, dass da so viele Europäerinnen dort unten so einen jungen Mann haben, ne? Und ja, und dann sagte, kannst du nicht mal so ein bisschen gucken? Ich sag ja, ich gucke nach, und dann habe ich recherchiert und dann habe ich gesagt, pass auf, das ist Business. Und ja, wir müssen was machen. Und dann haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet. Und im letztes Jahr im April kam eine Facebook-Seite, die Betsy Spürnasen dazu. Und ja, und seitdem klären wir im Grunde genommen auf Facebook und auch auf Instagram über Business auf. Und seit dem 1. März sind wir dann also mit YouTube gestartet. Und da kommen jetzt regelmäßig Videos einmal die Woche. Wir haben gestartet mit Was ist Business? Da erkläre ich das ausführlicher, was es ist, wo es überall auch vorkommt. Es ist also nicht nur in Ägypten, sondern auch in Tunesien, Türkei, Marokko, auch unten in Ostafrika wie Kenia zum Beispiel. Wir finden das auch in der Domrep, da heißt es nur ein bisschen anders, ne? In Karibik sowieso. Da gibt es also viele Orte, wo so etwas vorkommt, und die Vorgehensweise, die gleicht sich. Also das ist so ähnlich. Also das ist schon verblüffend. Also das hat Ja, und alles dann System. wechseln Also sich. ja, das ist einfach, also hat alles Hand und Fuß, also System, wie quasi die Männer da vorgehen. Also quasi wie eine Ausbildung, ne? Wo man einfach geschult wird, Ja, ausgebildet und ja, genau. dann wird man auf die Frauen losgelassen. Richtig, die haben bestimmte Gruppen. Die haben auf Instagram, gibt es ja diese Chats, so Chatsgruppen würde ich das jetzt mal so nennen. Da habe ich durch Zufall bin ich drauf gestoßen. Das hatte mir ein Mitglied mal geschickt. Ich sollte doch da mal nachschauen. Das war ein Online-Betsy, die hatte sie über Instagram kontaktiert. Und dann habe ich über den so ein bisschen recherchiert, und da fiel mir auf, dass er in so einer Chatgruppe ist, und da sind mir zwei oder drei Betsys aufgefallen, die mir auch von anderen Mitgliedern genannt worden waren. Also bin ich dann auf diese Gruppe gestoßen, aber ganz schnell war die dann wieder verschwunden, weil als Frau kommt man ja da nicht rein. Und es gibt auch viele Gruppen auf Facebook, zum Beispiel so Hotelgruppen, so öffentliche Gruppen mit auch, ne, wo sie sich auch tummeln, und das sieht man dann also auch mehr oder weniger sofort. Dann werden Bilder gepostet, hey, ich habe noch nie in meinem Leben eine Freundin gehabt, oder ich möchte ganz gerne mein Deutsch, möchte gerne Deutsch lernen oder sonst irgendetwas, in der Hoffnung, dass eine Frau darauf anbeißt, ja. Aber es beißen ja Frauen darauf ein, ne? Ja, Das stimmt. ist ja das, auch junge Frauen, gerade das ist halt so ja auch gefährlich, weil im Endeffekt die Psyche, die vergisst das halt nicht, ne? Also du musst dann ja erstmal Nein. damit klarkommen. Und vielleicht Richtig. erzählst du halt, was ihr genau mit den Frauen macht. Also wenn dann Frauen zu euch finden, wenn die erst einmal an dich vielen lieben Dank, dass du das mit deiner Freundin ins Leben gerufen hast, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt, wie ihr anderen Frauen helfen könnt, weil das wirklich
ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema ist, weil viele Frauen ja auch, da gehst du bestimmt gleich auch nochmal drauf ein, die können sich halt niemandem wirklich anvertrauen, weil die viele Leute in ihrem Nein. Umfeld drumherum dann verlieren, schon zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich richtig toll, dass ihr euch das zur Aufgabe gemacht habt, dass ihr da diesen Frauen helft. Vielleicht gehst du ein bisschen darauf ein, wie ihr das macht und wie man euch finden kann. Ich werde, wie gesagt, alle Kontaktdaten nochmal verlinken, falls jemand von euch betroffen ist und sich einfach nicht traut und ja, sich nicht outen möchte, sage ich mal, dass ihr gerne dann Rina schreiben könnt und ja, dann schon mal jemanden habt, der da Erfahrung mit hat, was genau passiert ist mit euch. Also, Ja. dass es wirklich systematisch ist. Ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die Einzigen. Und wenn ich zwischendurch jetzt mal sitze hier und grinse oder lache, heißt das nicht, dass ich euch auslache, diejenigen, die davon betroffen sind, sondern weil das einfach alles System hat, ne? Wir hatten ja mit Rina im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Und ja, genau, dann gehst du vielleicht mal drauf ein. Also in unserer Gruppe haben wir unseren Fokus darauf gelegt, dass wir das ganze Erlebnis, was passiert ist, erst einmal verarbeiten, indem zum Beispiel auch die Frauen sich aus dieser Opferrolle auch so ein bisschen hinauswagen. Das heißt, sie können zum Beispiel so Steckbriefe schreiben. Das heißt, mit welchen Maschen ist ihr Betsy vorgegangen? Wie hat er das geschafft, dass sie im Prinzip sich in ihn verliebt hat, sag ich mal so. Und das ist dann auch einiges andere, das wird dann aufgeschrieben und je mehr man aufschreibt, desto mehr fällt einem ja auch ein, auch dass sie ihre Erlebnisgeschichten auch schreiben. Und bei uns in der Gruppe sind wir uns vom Admin-Team komplett alle einig, sobald irgendjemand abfällig über diese Frauen redet, also sie im Prinzip auch in den Kommentaren regelrecht zerfleischt und wird er direkt ohne Ankündigung wird er entfernt. Das gibt es bei uns nicht in der Gruppe. Bei uns werden auch keine Betsy-Fotos gepostet. Erstmal haben wir ja auch die gewisse rechtlichen Seiten wie Datenschutz und was der Kuckuck nicht alles für Rechte. Und es gibt natürlich auch diese Blacklist-Gruppen, die sitzen überwiegend auch in den Ländern, wo dann also auch Frauen aus Deutschland dort Mitglied sind. Da tummeln sich auch sehr viele Betsys, muss ich auch dabei sagen. Die posten dann also auch die Passfotos von denen, irgendwelche anderen Fotos und die sind auch ziemlich freigebig. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist wirklich der Fokus darauf, dass wir das Ganze auch ein bisschen verarbeiten. Ich helfe auch vielen Frauen dadurch den toxischen Liebeskummer, weil dieser toxische Liebeskummer geht einfach sehr viel tiefer als ein ganz normaler Liebeskummer, wenn ich mich von jemandem getrennt habe, weil den Betsy wirst du so schnell nicht wieder los. Also ich habe jetzt welche in der Gruppe, die haben es geschafft, nach Monaten es endlich geschafft, den Betsy zu blockieren auf allen Kanälen. Aber er schafft es trotzdem immer wieder mit neuen Profilen, mit neuen Telefonnummern wieder sich bei ihr zu melden. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also die sind sehr, sehr hartnäckig, diese Biester. Wir haben, da helfe ich also einigen Frauen daraus, manche Frauen, die gerade jemanden kennengelernt haben, die wenden sich auch an uns. Kann das sein, dass ich einen habe? Und dann sage ich zu den Mädels, ich sage, ich habe hier in der Gruppe einen Infoguide, da sind ganz viele Blogbeiträge schon von mir drin, da sind fast 50 Blogbeiträge schon drin. Lest dir das mal durch und wenn du dann Fragen hast, dann kannst du die gerne stellen, weil es sind ja immer dieselben Fragen. Und kommen dann hinterher so Sachen, boah, hätte ich das vorher nur gewusst, jetzt haben wir wieder welche, wo Frauen sich an uns gewandt haben. Die sind auf den Tunesier reingefallen, haben den geheiratet und er übt jetzt Druck auf sie aus, dass er nach Deutschland will und, und.
Also die sind total verzweifelt, die wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil der macht die psychisch dermaßen fertig. Das ist schon ein richtiger Psychoterror, wenn man das manchmal so abläuft. Dann meldet er sich wochenlang nicht. Anschließend fängt es wieder an, dann meldet er sich wieder, du bist die größte Liebe meines Lebens und weiß der Kuckuck nicht alles. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los und so wird das dann weiter Druck aufgebaut. Emotionale Erpressung ist mit dabei, Abwertung und weiß der Kuckuck nicht alles. Also die kompletten Manipulationen, die man auch sonst in anderen toxischen Beziehungen findet, die findet man da auch. Ja gut, aber du bist halt auf deinem Terrain, sagen wir mal, ne? Wenn du eine toxische Beziehung in Deutschland oder in deinem eigenen Land hast, dann bist du ja erstmal hier drumherum geschützt. Aber es gibt ja viele Frauen, die wandern ja auch eben aus zu ihrem Betsy und die Ja. sind dann halt komplett auf sich alleine gestellt und dem halt unterworfen, wo ich ja auch ja einige Geschichten kenne, wo das halt wirklich schief gehen kann. Wir sprechen hier nicht darüber, es gibt natürlich die wahre Liebe. Irgendwo gibt es sie immer, aber es gibt halt Ja, nun da mal haben in wir auch Ägypten, eine. es gibt halt aber nun mal in Ägypten sehr, sehr, sehr viele Fälle, wo es halt schon wirklich sehr Ja. offensichtlich ist, dass das nichts Ernstes ist. Und ihr wisst, Ja. meine lieben Zuschauer, ihr wisst es, ich bin immer dafür, wenn ihr es wisst und ihr macht es, weil ihr ein bisschen Spaß haben wollt, weil es einfach euer Ding ist und ihr seid da aufgeklärt, dann macht es. Aber wenn Frauen nicht Bescheid wissen, dass es sowas gibt und Ja. darauf reinfallen, das ist halt das Schlimmste, weil vielleicht gehst du auch nochmal darauf ein, was wir schon mal letztes Mal besprochen haben. Also die machen sich ja auch an bestimmte Frauen ran. Bestimmte Frauen, die bestimmte Erlebnisse gehabt haben. Vielleicht gehst du mal ein bisschen darauf ein, auch so diese Statistik, ne? Also ne, was wir letztes Mal schon mal besprochen haben, dass wir da nochmal tiefer reingehen. Ja, also besonders verletzlich sind die Frauen, die vielleicht so ein, oder nicht vielleicht, sondern die ein einschneidendes Erlebnis gehabt haben. Die sind dann nicht im Gleichgewicht. Da ist irgendwas passiert, was sie aus der Bahn geworfen hat. Das kann der Tod eines Angehörigen sein. Es kann eine Scheidung, eine Trennung sein. Es kann so viele Dinge sein. Manchmal reicht es auch nur, dass man total erschöpft ist von der Pflege von einem Angehörigen oder sonst was. Man hatte eine Krankheit besiegt oder sonst irgendetwas Niederschmetterndes erfahren. Das kann auch manchmal jahrelang zurückliegen, aber es beschäftigt dich immer noch unbewusst und dann bist du verletzlich. Und wir haben bei ganz vielen Mitgliedern, wo das genau passiert ist, die haben, sind verwitwet, die sind geschieden. Die haben teilweise eine Krankheit hinter sich gehabt, die sind in den Urlaub geflogen und dann haben sie jemanden kennengelernt und der hat genau den wunden Punkt, sag ich mal, genau den Punkt getroffen und hat den dann den Seelenverwandten vorgespielt und ja, und hat denen dann Tausende von Euros abgeluchst und das ist also so etwas, oder auch Frauen, die jahrelang einen Partner suchen, die vielleicht jetzt hier in ihrem eigenen Land ziemlich unglücklich sind, unzufrieden sind, die finden keinen Partner, sie möchten ganz gerne einen Partner haben, die suchen ganz krampfhaft, sind irgendwo und genau diese sind also auch ein ganz leichtes Opfer, vor allen Dingen, weil die sehr lange an Beziehung festhalten. Ne, die suchen den einen Partner, der sie glücklich macht. Und die halten besonders lange an diesen Beziehungen fest und lassen dann auch so schnell nicht wieder los. Ja klar, das sind die besten Opfer, die man bekommen kann, ne? Weil die kannst du ja am allerlängsten Richtig. melken und die lassen ja auch vieles mit sich machen. Also das, deswegen, meine Lieben, ich will, was ich euch auch sagen will, also unser Glück jedes Einzelnen von euch steckt in uns. Wenn man sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt und mit all den Dingen, die dahinter stecken, wir werden kein Glück in einem anderen finden und das sollten wir auch nicht. Wir sollten niemals irgendwie Glück in jemand anderem suchen. Unser Glück steckt in uns. Also die beste Kraft, die ihr irgendwo reinstecken könnt, ist in euch selbst und nicht in irgendwelche Männer oder irgendjemanden, der euch sonst anderweitig glücklich machen sollte. Also das nochmal als Message. Und vielleicht erzählst du auch mal auf dieser psychologischen Ebene, also du versuchst ja auch nochmal tiefer jetzt reinzugehen. Erzähl mal, was du jetzt genau noch machst, dass du den Frauen weiter tiefer helfen kannst.
Ich habe angefangen, eine Ausbildung zum psychologischen Berater und da bin ich nächstes Jahr fertig. Und ich habe da jetzt erst begonnen, aber nichtsdestotrotz helfe ich schon den Frauen, also die sich an mich wenden. Ich muss dabei sagen, es sind auch sehr viele Angehörige dabei, die sich an uns wenden, die sagen, Hilfe, wir haben hier eine Tochter, eine Schwester, meine Frau oder meine Ex-Frau, die hat sich da unten jemanden kennengelernt und die fliegt schon wieder dahin und die will nicht auf uns hören und so weiter. Die sind total verzweifelt, weil die total dicht macht, die Frau, weil das ist die Liebe ihres Lebens und die kennen ihn ja nicht so, wie sie ihn kennt. Und ja, das nennen wir dann das Amiga-Syndrom und da gibt es demnächst also auch ausführlicher die Videos dazu. Sag mal, was das Also Amiga-Syndrom ist. das Amiga-Syndrom, ja, das ist im Prinzip, du hast dich selbst verliebt und die ganzen Manipulationen, du bist dann, hast dann die Herzchen in den Augen und du hast ein Bild von ihm in den Kopf und da weißt du nicht von ab, du willst im Prinzip die Realität an dieses Traumbild im Prinzip anpassen und die Einflüsterung, er manipuliert dich ja auch dahingehend, dass er zum Beispiel sagt, erzähle niemandem etwas von unserer Liebe, sie würden das nicht verstehen, dann wird dann die Religion ins Spiel gebracht, die Hautfarbe, von mir aus auch das jüngere Alter. Und wenn dann irgendeiner aus der Familie dann kommt und der muss noch nicht einmal die Religion oder was ansprechen, sondern nur sagen, was willst du mit dem Kerl? Der wohnt da unten 5000 Kilometer von dir weg, was willst du mit dem? Dann fassen die das aber so auf, dass der ist gegen unsere Beziehung und dann ist er gegen mich und du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne, aber meiner ist ganz anders. Also das ist dann das Amiga-Syndrom, das steht halt also auch für den Satz, aber meiner ist ganz anders. Und dann kommen dann auch diese typischen Ausflüchte, er kommt aus einer anderen Kultur, das verstehst du nicht. Und die Sätze reden sich auch alle selber ein, weil sie sich das, wenn er jetzt zum Beispiel einen Streit anfängt, ein bisschen Drama macht, du beschämst mich vor meiner Familie, wenn irgendetwas ist und du sitzt da und bist am Heulen und ja, und das wird dann hinterher sich schön geredet. Ne? Ja, so ist er halt. Ne? Er ist nun mal halt. Weiß ich nicht, Ägypter, Tunesier oder sonst irgendetwas. Und das wird sich dann alles so zurechtgebogen, damit das Ja wieder in das Bild passt. Und das ist das Ja. Amiga-Syndrom. Und das ist besonders schmerzhaft, wenn man daraus aufwacht. Und jede, die auf so ein Bett ja reinfällt, entwickelt dieses. Das ist die Folge von diesem Love-Bombing auch. Ne? Ja. Ja, aber das ist auch, glaube ich, das, was viele Frauen dann wahrscheinlich in der Ehe in Deutschland vermisst haben. So dieses mit ein Genau. bisschen Wumms, ne? Und dann lernen die so Ja. einen heißen Südländer kennen, der ja total, ne, wo das Blut ja ganz anders fließt. Und genau das sind auch die Sachen, die, wo man sich das dann vielleicht auch mit erklärt, ne, ja, aber er ist halt anders und temperamentvoller und was nicht alles, dass man sich das dann so gut spricht. Und wenn aber dann die rosarote Brille gefallen ist, dann holla die Waldfee. Vielleicht sprichst du nochmal an, wie was es für verschiedene Betsys Formen gibt. Ja, also wir haben ja einmal haben wir hier dieses Business, ich sag mal, diese Vorgaukeln, dieses Vorgaukeln von Liebe. Dann gibt es auch etwas, das ist diese Business-Freundschaft, nenne ich das mal. Das ist dieses Vorgaukeln von einer Freundschaft. Das heißt, du bist zum Beispiel als Ehepaar bist du im Urlaub. Lernst netten, super netten Händler kennen, der ist total nett, lädt dich in dem Laden ein. Du wirst regelrecht überschüttet mit dieser Gastfreundschaft, dieser Herzlichkeit. Und dann bietet er dir auch noch an, kannst die Einkäufe hier stehen lassen, ich bringe sie dir ins Hotel. Kurze Zeit später lernst dann auch die Familie kennen, die Kinder kennen und ja, und dann kann es dann natürlich auch dazu kommen, dass dann irgendwann
werden natürlich auch die Kontaktdaten ausgetauscht. Man chattet miteinander, das geht ja mittlerweile ziemlich schnell. Und dann kommen vielleicht erste Forderungen, kannst du nicht für die Kinder was mitbringen? Natürlich, weil er wollte ja nie etwas von uns haben, da bringt man gerne Geschenke mit, er spricht ja auch nichts dagegen. Und dann kommt dann irgendwann diese typische Abzocke ja auch, wie ins Hotel. Ihr braucht gar nicht ins Hotel, ich kann euch ganz günstig eine Wohnung besorgen oder ein Haus und ihr braucht nur den Flug bezahlen und die Miete, das ist ganz billig hier unten, das kann ich euch besorgen. Und dann freut man sich natürlich, oh, wir haben Geld gespart, das ist aber ein netter, ne? Und das stellt sich dann hinterher heraus, dass man im Grunde genommen den doppelten und dreifachen Preis bezahlt hat für die Wohnung. Und dass man im Grunde genommen genauso gut in ein Hotel hätte gehen können. Und das Geld steckt er sich natürlich, die Differenz zwischen dem, was bezahlt worden ist und was er bezahlt für die Wohnung, für die Zeit, die steckt er sich natürlich ein. Und das ist meistens sind das die Bettis, die oft schon nicht mehr die Liebe vorgaukeln oder das ist auch für die Nebengeschäft. Dann haben wir auch das Online-Business, wo du dann angeschrieben wirst, oft in den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram wirst du auch angeschrieben. Du bist irgendwo in so einer Gruppe drin, likest irgendwie einen Beitrag von irgendjemandem und der fühlt sich aber dermaßen angesprochen, oh, die ist an mir interessiert, ne? Und schon hat er dich am Haken, dann entspinnen, dann schreibt er dich an oder es gibt auch welche, wo du selbst einen Beitrag geschrieben hast in der Gruppe und dann wirst du plötzlich angeschrieben, hi, ich will eine respektvolle Unterhaltung hatten wir auch schon gehabt. Oder es gibt auch welche, die wollten über die Mutter an die Tochter, weil sie so ein schönes Foto von sich und der Tochter im Hotel gepostet hat und sich bedankt hatte für diesen netten Aufenthalt. Und da gibt es die dollsten Dinger, ne, online. Und die versuchen natürlich in den Urlaub zu locken, damit das dann dort, dieses Lovebombing, was ja online schon funktioniert hat, dort weitergeht. Aber Na, ich muss das ist gerade. für die im Prinzip. Erzähl weiter. Ja. Ich muss aber zugeben, tatsächlich, ne, nach dem Gespräch, was wir letztes Mal mit dir hatten, unser Kennenlerngespräch, habe ich nochmal alles so Revue passieren lassen und ich muss zugeben, ich bin auch ein Opfer geworden. Also ich glaube das. Weil nachdem, wie du mir das erzählt hast, den Fre Kumpel, den wir ja damals kennengelernt haben, genauso ähnlich lief es ja ab, dass er auch versucht hat, zwischendurch mal mit. Mein Bruder ist krank geworden, meine Schwester. Ich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht. Ich habe mir gar nichts gedacht, weil ich habe, weißt du, ich habe auch gedacht, der versucht mich doch jetzt nicht um Geld anzupumpen. Und ich hatte ihn auch was mitgebracht und mich bei ihm bedankt, weil er uns geholfen hat, eine Wohnung zu finden, so gesehen. Die Wohnung, die erste, die wir gekauft haben, die kam auch zustande, also der Kauf, weil er sich da auch voll reingehängt hat. Also diese Freundlichkeit und dieses, du erwartest das auch gar nicht, dass ein Mensch dich dann vielleicht abzocken möchte. Das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, ne, gegenüber ihm, aber es sind schon sehr, sehr viele Punkte, die du genannt hast, sind identisch und die passen. Und mein Mann hat schon damals gesagt, irgendwie hat er da nicht so ein gutes Gefühl, aber ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe das kein bisschen gesehen, weil, weißt du, diese Nein. deutsche Freundlichkeit und wir sind ja alle so aufgeschlossen und da ist ja, ne, Sonne, Meer und alles drum und dran. Und du denkst dir so, auch was für ein netter Kerl und der hilft ja einfach nur. Und ja, es geht dann wahrscheinlich tiefer, ne? Also so fängt das Ganze dann halt an. Ja, also man sollte nicht glauben, dass nur die Frauen, ich sag mal, Opfer werden können in dem Sinne, sondern auch Ehepaare. Wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Händler ist, der, ich sag mal, es ist ein Anzeichen, wenn du das Gefühl hast, es ist alles irgendwie ein bisschen too much, zu liebenswürdig, zu hilfsbereit und vielleicht auch zu gastfreundlich, wenn du das Gefühl hast, du wirst regelrecht damit erstickt, ne? Das wird dir alles zu viel, dann ist es das meistens auch. Und wir haben auch so einige Sachen so gehört, das ist auch so eine Hilfsbereitschaft, die lebt binationale Beziehung, die lebt ganz
glücklich mit ihrem Mann da unten in seiner Heimat. Und dann kommt dann eine Nachbarin auf sie zu und kann sie nicht mehr. Wir müssen eine OP bezahlen und da unten ist das sowieso etwas anders als hier. Und die ist krank, die hat Krebs und wir wissen nicht, wie wir die Behandlung bezahlen können von der Mutter. Und natürlich wird dann alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Da werden dann Spendengelder gesammelt und da kommen dann auch teilweise dann Sachspenden dann darunter, Medikamente und weiß der Kuckuck nicht alles. Und das wird alles gerne angenommen. Und wenn es dann und irgendwann fliegt es auf, weil urplötzlich von den Spendengeldern ist die Mutter nicht behandelt worden, sondern das Haus hat plötzlich eine neue Treppe oder vielleicht eine neue Klimaanlage oder sonst irgendetwas. Das fällt eigentlich auch darunter. Wenn also jemand dann sagt, ich bringe da mal Spenden runter, weil da jemand ist, der ist krank und dann stellt sich das dann hinterher heraus, dass es nicht so ist, ist natürlich für diejenige, die die Spenden aufgerufen hat, mega peinlich. Ja. Na? Und aber auch das kann passieren, dass sowas dann da unten kommt. Die denken sich nichts dabei, die glauben, das Geld wächst auf den Bäumen in Europa, die können ruhig uns was von den Kuchen abgeben. So denken einige davon. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Mitglied gehört, der war ganz ehrlich. Der hatte sie auf Facebook angeschrieben und der sagte tatsächlich zu ihr, wieso, ich vermittle dir doch eine gute Zeit, da kannst du und das Geld, was ich dann von dir kriege, das ist im Prinzip mein Lohn. Hat er ihr klipp und klar gesagt. Und da war sie natürlich erst einmal geschockt. Ne? Aber Und dann weiß sie ja, wo sie dran ist, ne? Also dann weiß sie ja wenigstens, ne, ja, wo sie wirklich im dran Grunde ist. genommen ja. Ja, ist natürlich, man denkt sich ein bisschen frech, aber besser, als wenn dann die rosarote Brille fällt und du einfach komplett schockiert bist, was da Ja. eigentlich passiert ist. Weil so ist ja ganz klarer Vertrag, ein bisschen Spaß gegen Geld. Ne, also kann man Genau. ja in Deutschland bei uns auch bekommen. Und ja, dort kannst du das so im Normalfall nicht bekommen, aber wenn die sich gut anstellen, ist das ja auch nichts anderes, wenn die ihre Frauen dann sich einfliegen lassen. Und das ist ja alles mit, also das hat alles System in dem Sinne, dass eine Frau kommt, dann bleibt sie 2 Wochen, dann Andere geht geht. sie, dann kommt die nächste. Dann bleibt die 2 Wochen, dann kommt wieder die nächste. Und die Wohnung bleibt meistens dieselbe. Das ist ja das, was ich bei uns in Florenz Sachemsin sehe. Die Wohnung ist Ja. meistens dieselbe, es sind einfach nur andere Frauen und andere Orphis im Endeffekt. Ja, also absolut. Also Orphe ist ja in Hurghada oder generell in Ägypten ist das Orphe zwischen einer Touristin und einem Ägypter ist das ja große Mode geworden. Ne? Und die sind ja ziemlich schnell mit Orphe mittlerweile, die sprechen ja schon beim zweiten, dritten Date sprechen die ja schon teilweise Orfi an. Und dann wird die Frau so eingelullt mit Orfi, da passiert dir ja nichts, du bewahrst mich nur vorm Gefängnis und da wird dann auch gleichzeitig der Reiz des Verbotenen noch so ein bisschen weiter geschürt, denn wir wissen ja alle, die verbotenen Früchte schmecken umso besser, ne? Und das spielt alles. Das Orphe ist dann wiederum auch eine Manipulation, sag ich mal, weil die Frau fühlt sich dann in einer festen Beziehung irgendwo. Ne? Das ist ja, sie haben ja irgendwo etwas. Es gibt Frauen, die sagen, das ist mein Mann, ne? Weil er denen das ja auch so verkauft. Dann gibt es welche, ja, wenn das zerreißt, dann sind wir ja geschieden. Das ist also kein Ding oder so. Und dann gibt es auch welche, naja, wenn die Leute, die glauben, dass sie in einer festen Beziehung sind, die investieren auch die Frau. Dann sind dann eher bereit, in diese Beziehung zu investieren. Dann wird ein Shop investiert. Schicken sie ihm Geld rüber, weil er ja einen Shop aufmachen will oder eine Tauchschule oder er will ein Fahrer werden oder irgendetwas anderes, das ist dann so typisch und dann wird dann auch brav immer Geld überwiesen, weil er muss ja ein Auto haben, um als Fahrer Erfolg zu haben, braucht er ja ein Auto, dann braucht er dies, dann braucht er das und dann wird immer fleißig Geld geschickt, weil sie sind ja in einer Beziehung und sie wollen sich ja gemeinsam etwas aufbauen. Ne? Ja,
Das ist halt, wenn es tatsächlich so ist, es gibt Fälle, wo es wirklich so ist, ne, da baut sich der Mann halt im Vorfeld was auf und die Frau zieht nach. Also ich kenne halt solche Ehen auch, nicht zu viele, aber es gibt sie. So, ja, und ja, wenn die dann das Geld erstmal haben, dann machen die natürlich ihr eigenes Business. Manche Frauen ziehen dann Genau. tatsächlich nach und das klappt, aber es gibt halt auch viele Fälle, wo das Geld dann einfach hin ist. Was ich ja auch schon bei uns auf dem Kanal präsentiert habe. Es gibt auch teilweise nach 10 Jahren Ehen, wo man ja, der Betsy dann, beziehungsweise der Mann sich als ein Betsy entpuppt, weil die Mutter immer noch die Zügel in der Hand hat. Und das passiert ja ganz, ganz, ganz oft, ne? Dass die Mütter, die Söhne quasi dahingehend, ja, sich dahin treiben, dass sie sich verkaufen. Also ist ja im Endeffekt so, ne? Weil die ist ja nichts anderes, außer dass man für die Beziehung Gegenleistung bekommt, ne? Ganz genau. Ja. Und ich sag mal, wenn das fängt ja auch teilweise schon mit, dass der Vater im Grunde genommen schon in diesem Business-Gewerbe gewesen ist. Und dass er regelmäßig schon, wenn die Kinder waren, als Frau nach Hause gebracht haben, die vielleicht älter waren als er. Und wenn die Frauen wieder weg waren, hat es ja dann regelmäßig Geld und Geschenke geregnet, ne? Und weil die Frau, die hatte so viel Mitleid wie die Armut. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Häuser, die da stehen, die entsprechen natürlich nicht den europäischen Standard, ist ganz klar. Und wenn man dann sieht, dass die Häuser oben kein Dach haben, wo dann irgendwo noch so Spitzen dann heraushängen von dem im Beton oder so, das ist natürlich ganz klar, dass man da Mitleid hat, ne? Irgendwo. Und wenn man dann, manchmal ist es auch so, dass sie das dann mit Absicht machen, die Kinder, die rennen dann draußen rum, die haben dann also Sachen an, wo ich sag mal, unser einer dann denkt, ja mein Gott, da muss man doch was tun können. Na, dann springt ja direkt der Helferkomplex an und man gibt ja dann irgendwo auch gerne, ne? Und nur das wird den Frauen dann im Prinzip so suggeriert, dass sie es freiwillig machen. Also sie das Gefühl haben, ich gebe es ihnen. Die machen das, haben ja mittlerweile so eine Masche drauf, dass sie das Geld sogar erst einmal empört ablehnen. Ne? Ich wollte dir oder von vornherein sagen, nein, ich wollte dich damit ja nicht belasten oder so ähnlich. Ne? Da gibt es verschiedene Sachen. Da wird ein Drama draus gemacht, wenn die Frau sagt, soll ich dir, weiß ich nicht, 500 € schicken? Ich habe dich doch nicht genommen wegen Geld. Da wird so ein Drama gemacht. Die Frau kriegt Schuldgefühle, weil sie ihn darauf angesprochen hat, aber dass er im Grunde genommen darauf hingearbeitet hat, dass sie ihm das Geld anbietet. Das wird nicht bemerkt. Und hinterher glauben sie es immer noch nicht, dass sie dahingehend manipuliert worden sind durch sein ganzes Drama, was er da veranstaltet hat. Man fühlt sich ja praktisch schon genötigt zu sagen, soll ich dir nicht Geld schicken, damit du deine Schwester, obwohl die vielleicht die Ehefrau ist und nicht der Neffe, vielleicht zum Doktor fahren kannst, ne? Man fühlt sich ja schon in dem Moment ja schon schuldig, wenn einer nur jammert. Und ich sag mal, je länger so eine Beziehung dauert, desto mehr jammern die, desto größer wird das Gejammer. Und ja, das haben wir also auch schon festgestellt. Also das Theatralische oder das Drama, das wird immer größer. Ja klar, aber die arbeiten da, wie du schon gesagt hast, darauf hin. Also die steigern das ja. Deswegen, ich sag Ja. ja auch, ihr müsst aufpassen, es ist eine wirkliche Ausbildung, die da durchlauf, also die so ein Betsy durchläuft. Kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, was du gesagt hast, auch in der Familie. Und das darf man nicht unterschätzen. Also das heißt, wie wir hier unsere 3 Jahre Ausbildung oder Studium haben, ne, je nachdem, was für einen Beruf man erlernt. Genau dasselbe ist es dort halt auch, dass die halt da Ja. schon reingeboren werden, sage ich jetzt mal, ne, in bestimmten Familien. Und da kannst du ja ein bisschen nochmal drauf eingehen. Es gibt überall gibt es bestimmte Gruppen. Es gibt auch auf Facebook gibt es geheime Gruppen, wo die sich untereinander austauschen. Da werden die besten Sprüche werden untereinander getauscht. Das heißt, da wird auch diskutiert bei dem, auch bei mir hat es nicht funktioniert und da hat es funktioniert.
besonders gut oder erfolgreiche Sprüche werden auch von anderen übernommen. Und man merkt es auch ziemlich schnell, wenn ich hatte mal einen Spruch gepostet, ich wollte schon immer eine Europäerin, ne? Man kann ja jetzt das jeweilige Land dann da einsetzen, als Frau haben. Dann kriegte ich sofort eine Rückmeldung von 20 Frauen aus unserer Gruppe. Das hat er mir auch gesagt. Ne? Und ja, mir hat er das auch erzählt. Und meine Freundin sagte, ja, das hat mir meiner auch am Anfang erzählt. Ne? Oder auch erzählte niemandem etwas von unserer Beziehung. Ne? Ja, das hat er auch gesagt. Ne? Und das hört man ja dann auch immer von den anderen. Ne? Das wird einem erst dann bewusst, wenn man das vielleicht auch liest. Mensch, woher weiß die das? Woher weiß die das, was er gesagt hat? Ne? Und dann kommen dann langsam, aber sicher auch die Frauen aus ihren Deckungen heraus und sagen, ja, hat er auch gesagt oder er hat das und das und das gesagt. Ne? Und so merkt man das also auch, dass die ihre Sprüche untereinander austauschen. Vor allen Dingen sollte man vorsichtig sein, wenn man in einem Hotel arbeitet, da ist der Cousin, wir haben so einige, ich nenne es mal so Betsy-Hochburgen, nennen wir sie jetzt einfach mal so Hotels gefunden, wo ein kompletter Familienclan da am Arbeiten ist, ne? Ein Cousin ist der Koch, der andere arbeitet an der Rezeption, einer ist an der Bar. Dann ein anderer, der ist der Lifeguard. Die sind ja dann alle miteinander verwandt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man die nur in den Hotels findet. Die findet man also auch überall. Die findet man auch als Tourguide am Strand. Ne? Wie gesagt, der Lifeguard, der Tauchguide, Schnorchelguide. Die findet man wirklich überall. Also man kann wirklich über diese stolpern. Das heißt aber nicht, dass jeder, der dort arbeitet, ein Betsy ist, um Gottes Willen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Touristenhochburgen dort auf einen triffst, ist hoch. Ja, Ne? ich glaube, wir Bedeutet aber sprechen nicht, dass von. jeder einer ist. Ja, ich glaube, wir sprechen tatsächlich aber von 90 zu 10, wenn nicht 95 zu 5. Also, ich glaube, im größten Fall ist es tatsächlich so, dass da ja, die Männer schon darauf hinaus sind, ein bisschen das Geld aufzubessern, ne, um dann vielleicht ihre ägyptische Frau irgendwann zu heiraten. Natürlich, wenn man die Kultur betrachtet und deren Glaube und alles, was dazugehört, ist es schon hart, ne? Um eine Ägypterin zu heiraten, müssten die sich wirklich, wirklich viel Mühe geben und sich wirklich sehr viel, ja, viel arbeiten, um überhaupt erstmal in so einen, ja, in so einen Status zu kommen, um heiraten zu können. Und ja, ich glaube, die wollen sich das dann einfach ein bisschen einfacher machen, ne? Mit den europäischen Frauen, dass die ein bisschen Geld springen lassen, damit die schneller zu ihrem Ziel halt auch irgendwo kommen. Ja. Ja, und davon mal abgesehen, die Familie, wenn die Familie nicht mit eingeweiht wäre, würde die Abzocke im Grunde genommen gar nicht so realistischer erscheinen. Also meine Freundin sagte zu mir, ihr Freund hat sie nach dem zweiten Tag schon der Familie vorgestellt. Und die Familie, die war so liebevoll, so herzlich und so weiter. Sie hat sich so richtig aufgehoben gefühlt. Das kannte sie so gar nicht in dem Sinne. Ne? Boah, die sind aber toll, die sind aber lieb. Ne? Und es stellte sich dann hinterher heraus, ja, wenn das so ist, dieses Gefühl hast du ja auch bei anderen. Und dann geht es dann auch so, dass die Frauen oder die Schwester nicht, aber ich sag mal, die Mutter, wenn dann der Sohn nach Hause kommt, die sagt dann auch erstmal Fulus, ne? Geld. Ja, die erwarten natürlich dann auch. Und auch die Brüder, die arbeiten teilweise dann auch alle in dem Gewerbe, ne? Und nichts gehört, also allen gehört das, was geschenkt wurde, gehört allen. Und es ist so, wie wir das hier kennen. Wenn jemand ein Geburtstagsgeschenk bekommt, dann gehört das denjenigen alleine. Und dann kann es aber passieren, dass die Freundin ihrem Betsy, sag ich mal, was Tolles zum Anziehen mitgebracht hat. Und
beim zweiten Besuch sieht sie dann die gleichen Klamotten, die dann der Bruder dann angezogen hat, weil ein Eigentum in dem Sinne kennen die da unten gar nicht. Das gehört allen da, wenn es passt. Auch wenn es nicht passt, dann wird da eben reingequetscht. Na, und so entstehen auch sehr viele Missverständnisse da unten. Ne? Ja, das ist halt so ein Teilen, ne? Also die müssen alles miteinander teilen, die kennen das nicht anders. Das Nee. ja, ist aber in ärmlichen Ländern, ja, in vielen Ländern halt so, ne? Weil jeder möchte ja ein Stück vom Kuchen abhaben. Jeder möchte ja in dieses Gefühl kommen, oh, ich habe ein bisschen Europa an, sage ich jetzt mal, ne? Weil die denken ja Ja, wirklich, dass genau. wir in Europa ganz andere Menschen sind. Aber das hatten wir letztes Mal mit dir als Thema, wenn man wirklich mal ehrlich ist, die Frauen dort sind dieselben wie wir hier in Europa auch. Also man wird den gleichen Stress, wenn die Frau nicht Ja. ganz dicht ist oder wenn die Frau ihre Hormonumstellung hat, was auch immer, wird der Mann ja dasselbe mit einer Europäerin durchleben, was er auch mit einer Ägypterin durchlebt. Und meistens sind ja noch binationale Paare eher noch ein bisschen schwieriger. Weil man hat ja zum einen die Sprachbarriere, das ist das eine. Und wenn die Kinder halt dazu kommen und. Also es ist maßlos schwieriger. Es ist irgendwo zu schaffen, es schaffen ja Leute, aber es ist halt schwieriger, sage ich jetzt mal, ne? Und da Ja. braucht man sich nichts vormachen, weil oft ist ja ein Argument, was die Ägypter bringen, oh, ich wollte ja schon immer eine Europäerin, weil ihr seid ja so anders. Im Endeffekt sind wir nicht Ja. anders, wir sind alle gleich. Also das ist Jacke wie Hose. Wenn dann eine wirkliche Beziehung entsteht, eine Ehe und was dazu gehört, musst du immer dran arbeiten. Und da Immer. braucht man sich nichts vorzumachen und sich auch als Frau, meine Lieben, wenn ihr mal in so ein Gefühl gekommen seid, im Hotel wart und so ein toller Poolboy, was auch immer, hat euch angesprochen, fühlt euch nicht zu toll. Also, das ist wirklich so, dass diese Sprüche ja tagtäglich, was hatten wir gesagt? Was ist deine für eine Statistik von 20 Frauen? Wird eine anbeißen? Genau, Also von 20 so Frauen, die am Pool ungefähr. liegen oder am Strand, wird eine anbeißen und ein Opfer. Das heißt, er wird dann erstmal durchgehen und den allen fast denselben Spruch geben, bis er dann ein einziges Opfer gefunden hat. Aber wir rechnen das ja pro Tag, ne? Und dann kann man ja für sich vorstellen, was pro Woche ist, was pro Monat ist und was aufs Jahr dann hinauskommt. Also wie viele Frauen so ein Betsy dann einfach ja an der Hand hat, ne? Ja, und das werden jedes Jahr mehr. Ja. Also manche fallen dann ja weg, weil die dann ja erwachen. Meistens sind das aber, also das dauert ja, das ist ja ein Vorgang, der dauert ja Ewigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, die länger bei uns auf dem Kanal sind. Ich habe euch ja eine Geschichte erzählt, wo eine wundervolle Frau über Jahre das Ganze mitgemacht hat, bis sie ihn dann irgendwann tatsächlich mit einer anderen in Hurghada gesehen hat. Aber solange sie es nicht gesehen hat, hat sie es auch nicht geglaubt, wo ihr alle das erzählt haben und alle gesagt haben, pass auf, es ist so und so. Die Frauen, die sehen, also die wollen es auch nicht sehen, ne? Die wollen es einfach nicht sehen, weil Nein. die wollen halt wirklich an dieser wahren Liebe festhalten. Und ich kann euch ja Ja. sagen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also ich bin ja selber irgendwo Opfer geworden, weil ich habe auch viele Sachen nicht gesehen, die mein Mann zum Beispiel gesehen hat. Und ich habe halt immer gedacht, das ist die Gastfreundlichkeit und das ist eine andere Kultur, das ist eine andere Mentalität und der Glaube und. Also man steigert sich da wirklich sehr rein. Ja. Ja, und vor allen Dingen, man möchte das auch nicht sehen, weil man selber gar nicht auf die Idee käme. Weil man selber nicht auf diese Idee kommt, traut man das den anderen erst recht nicht zu. Ne? Wenn ich aber selber, ich sag mal, diese Gedanken habe, dass ich jemanden, ich sag mal, dass ich sag mal, andere über mich schlecht denken, dann denke ich ja im Grunde genommen, oder andere reden über mich schlecht, ne? Dann, oder ich reden, die reden ja so, ich reden, wenn ich schlecht über jemanden rede, der redet ja auch über mich schlecht, ne? Also das, was ich selber mache, glaube ich auch, dass der andere das macht. Das muss ja gar nicht so sein. Und wenn ich jemanden nicht irgendwie betrügen möchte oder vielleicht ausnutzen möchte, dann kann ich das auch nicht sehen, wenn das einer macht. Ja. Ne? Also das ist ganz schwierig auch für Frauen überhaupt
das erkennen, weil wir sind auch ziemlich gutgläubig und leichtgläubig sind wir unterwegs. Und wir unterstellen, wollen denjenigen, der gegenübersteht, ja nichts Schlechtes unterstellen. Ja, genau so ist Ja? das. Das ist tatsächlich so, weil als wir unseren Gemeinschaftsurlaub mit der Familie gemacht haben, haben wir ja unseren Kumpel kennengelernt. Und davor war auch einer, der hat uns sofort am ersten Tag angesprochen. Der hat uns gleich geholfen, eine SIM-Karte zu besorgen, direkt mit uns zu Vodafone gerannt, hat mich an die Hand gepackt und hat mich über die Straße mitgenommen, obwohl ja mein Partner dabei war und ein Freund von uns. Und das war für mich so ganz normal, weil ich gedacht habe, ja, es ist einfach nur diese Gastfreundlichkeit. Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass der Manager ist. Und mein Mann meinte auch zu mir, du warst da wie verändert. Also du standst da und hast da irgendwie alles voll geglaubt, obwohl ich eigentlich so ein Mensch bin, der wirklich auch hinterfragt und wirklich auch ja, Menschen auch irgendwo kennt. Also ich gucke auch immer ganz doll in die Augen, ne, und versuche irgendwie die Seele zu erkennen. Aber in Ägypten, da herrschen einfach ganz andere Vibrationen. Also es ist einfach so ein Feld, wo du wirklich ganz, ganz schnell, glaube ich, in sowas gerätst. Weil mit allen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die in diese Erfahrung gekommen sind, die haben halt auch gesagt, ich stehe voll mitten im Leben, bin erfolgreich, jobtechnisch vielleicht auch super erfolgreich und habe alles drum und dran in meinem eigenen Land, aber auf einmal kommt es einfach über dich so. Ja, das ist, da kommt auch die Urlaubsstimmung so noch mit dabei. Man ist ja nicht zu Hause. Man kennt dich ja da unten eventuell nicht. Und da kommt dann dieses Exotische noch so ein bisschen mit dabei. Ne? Das ist ja ganz anders als zu Hause. Und dann ist man ein bisschen lockerer, entspannter. Und dann lässt man also auch eine gewisse Vorsicht fallen. Und dann kann das passieren. Es kann im Grunde genommen kann es jeden treffen, jeden. Das kann eine erfolgreiche Geschäftsfrau sein, das kann auch eine, genauso gut kann es irgendwo jemand sein. Wir haben auch eine Polizistin gehabt, die darauf hereingefallen ist. Das sollte man nicht glauben, aber auch diejenigen kann das passieren, wenn man im Urlaub ist. Dann, im Urlaub ist man immer etwas anders als zu Hause und man lässt dann auch dort die Vorsicht ein bisschen fallen, ne? Und erkennt es dann, kann es auch nicht immer sofort erkennen. Ja, Also das ist Wahnsinn, im Grunde weil genommen kann jeder darauf reinfallen. ja, das ist echt Wahnsinn, dass man das ja, dass man das einfach selber gar nicht merkt, ne? Also, dass die Frauen, die das beschreiben, sagen halt auch, ich habe überhaupt nichts bemerkt und ich wusste auch nicht, dass das System ist. Zum Beispiel, als ich ja vor 6 Jahren jetzt das erste Mal nach Hurghada geflogen bin, um mir eine Wohnung anzugucken, habe ich ja schon gesehen, es gibt ja so viele Paare, wo es offensichtlich ist, wo du es einfach siehst. Ja. Ne? Wenn die Frau halt so schon 80 ist und kaum mehr laufen kann oder 70 und da steht da halt so ein 20, 30-jähriger Habibi, du weißt schon ganz genau, was los ist. Aber es gibt ja auch andere Paare, ne? Es gibt ja auch tatsächlich jüngere Mädels, die dann auch einen jüngeren Kerl kennenlernen. Und da denkt man ja, oh, Ah. das könnte ja wirklich was werden. Und das ist ja auch vielleicht wirklich die wahre Liebe. Und im Endeffekt entpuppt sich das dann als ein, ja, Drama. Und gerade das halt psychisch zu verarbeiten, das finde ich, deswegen finde ich das ja auch ganz, ganz toll, was ihr da jetzt macht, dass du auch da psychologisch gesehen auch in diese Richtung gehst, um den Frauen halt ja, Halt zu geben und auch zu zeigen, man kann mit bestimmten Techniken dran arbeiten, um diesen Betsy dann aus dem Leben auszuschließen, um die Zecke loszuwerden, sage ich jetzt mal, auf böse Art und Weise. Aber ja, dass man halt wirklich dann sieht, es ist machbar und ich bin nicht die Einzige und es sind einige davon, ne? Ja, also unsere Gruppe, die wächst auch stetig, muss ich dabei sagen. Es ist traurig, auf der einen Seite ist es traurig, dass so viele Frauen Hilfe suchen. Aber die sagen aber alle, Gott sei Dank haben wir euch gefunden, ne? Und wenn wir es früher gewusst hätten, vielleicht wäre es uns das nicht passiert. Aber ich sag mal, manchmal ist es so, wir alle, ich selbst bin ja auch fast auf, ich selbst bin ja auch auf meinem Ex-Mann reingefallen. Der war ein Narzisst, er hat
dieses ganze Programm hat er ja auch abgespielt. Und es ist also nicht so, dass das nur unten in Ägypten passiert. Das passierte genauso gut, so eine toxische Beziehung. Und Business ist im Grunde genommen nichts anderes. Genauso gut hier zu Hause. Ne? Zu Hause haben wir ja auch das Problem. Du bist in einem Café, du lernst einen netten jungen Mann kennen, studierst vielleicht irgendwo noch. Und er stellt sich dann vor, dass er auch studiert, ne, ein Auslandssemester oder sonst irgendetwas, und hinterher stellt sich heraus, dass sein Studentenvisum abgelaufen ist, er im Grunde genommen gar nicht mehr da sein dürfte. Und dann erzählt er dir dann auch noch diese Sachen wie, ja, ich will ja hier bleiben, um hier bleiben zu können, muss ich heiraten, und da wird aber vorher noch die große Liebe vorgegaukelt. Und auch zu Hause kann dir das genauso passieren. Und die Eltern, die sind dann total verzweifelt. Die sehen das teilweise, vielleicht die Mutter nicht, aber der Vater, der, was du immer hast, ne, ist ja so, ne? Viele wollen es nicht sehen. Und wenn dann irgendein Skeptiker dabei ist und denkt, das kann doch nicht passen, und sagt, was willst du eigentlich? Du siehst das doch. Und ich verstehe nicht, was du gegen ihn hast. Und dann wird ihm dann demjenigen noch, der so skeptisch ist, noch eine Eifersucht oder sonst irgendetwas unterstellt. Und das kann dir genauso gut auch zu Hause passieren. Es ist also nicht nur im Urlaub. Und das ist leider wahr. Und durch die Flüchtlingskrise und dadurch, dass jetzt immer mehr wieder runterkommen, steigt die Zahl natürlich auch wieder, dass es diese Ehen gibt. In Frankreich heißen die Mariage Gris, also graue Ehe. Und das ist in Frankreich, kann man das also anzeigen, und dann wird er auch ausgewiesen und die Ehe wird auch annulliert, was ja in Deutschland noch gar nicht gang und gäbe ist. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist nicht strafbar, und da sind viele verzweifelt hinterher. Ja, weißt du, also ich Ja, glaube da ich denke. fest dran, ich glaube da sehr, sehr fest dran. Wir müssen alle in unserem Leben Erfahrungen machen. Wir kommen aus bestimmten familiären Ja. Strukturen, denen wir nicht entkommen können, wenn wir nicht selber dran arbeiten. Weil gerade, weil ich mich jetzt gerade so viel mit Psychologie beschäftige, merke ich auch bei mir viele Abläufe, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und die werden ja auch immer stärker und stärker. Und man kann dann ja auch, also man kann immer auf jemanden dann reinfallen, weil deine diese Aufgaben, die du zu bewältigen hast im Leben, werden immer schwerer und immer stärker. Und da kommen halt auch manchmal Leute dazu, wo du dich halt wieder beweisen musst, dass du vielleicht drüber stehen kannst und dass du nicht zerbrichst an sowas, ne? Weil meistens ist das ja irgendwo eine Prüfung, wenn die Ehe dann nicht tatsächlich gut läuft. Meistens ist es ja für uns alle eine Prüfung. Und du Ja. kommst da nicht drum rum, ob du in Deutschland bist, ob du in Ägypten bist. Nein. In Ägypten, wie du schon gesagt hast, ne, oder allgemein in so in solchen Ländern, wo Business einfach gegeben ist, bist du halt ja lockerer drauf. Also da fällst du vielleicht viel, viel schneller auf jemanden rein, als jetzt in Deutschland, in deiner eigenen Heimat, wo du ausgewählte Cafés oder Bars oder Restaurants nutzt. Da kennst du dich ja nicht aus. Da bist du ja meistens erstmal auf dich gestellt oder Genau. auf dich und deine Freundin, und dann kommt ja so ein toller Kerl und will dir dann auf einmal alles zeigen. Und das bist du ja in Deutschland so nicht gewohnt. Und klar, man, aus Nettigkeit kenne ich ja viele, die dann auch sagen, ja, komm, dann gehen wir mal in eine Bar. Oder man traut sich ja meistens auch gar nicht alleine in die Stadt raus. Und wenn da so ein Ägypter dann um die Nein. Ecke kommt und sagt, ja, komm, ich zeige euch dann mal alles hier, ist ja klar, ne? Und da geht's halt los. Ja, und genau das. Deshalb haben wir uns auch beschlossen, unten in Hurghada, so eine, jetzt ab April startet das, eine Anlaufstelle anzubieten. Wir nennen es dann Kaffeeklatsch mit den Betsy-Spürnasen, wo man bei einer Tasse Kaffee, wir geben dann auf unserer Kaffeeklatsch-Seite dann auch die Termine dann bekannt, wo unsere Admina Simone dann da ist und Infos gibt, vielleicht auch sich auch gewisse Sachen anhört, so ein kleiner Austausch dann bei einer schönen Tasse Kaffee dann passiert, ne, dass man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen austauscht, und
Das wollen wir dann also auch eine kleine Anlaufstelle, nicht nur für die Urlauber, sondern auch die da unten in Hurghada leben, weil sie dem Betsy gefolgt sind und dort unten Fuß gefasst haben und dort leben. Und auch die brauchen zwischendurch einen Austausch. Und das wollten wir denen dann also auch da unten anbieten. Ja, das ist super schön. Ich Wir finde das fangen so mit toll, dass Hurghada ihr an. das macht. Das finde ich richtig super, denn es gibt ja auch viele Frauen, die nicht mehr so einfach wegkommen, wenn Kinder im Spiel sind, ne? Also wenn sich dann der Betsy als Betsy entpuppt, wenn die Kinder da sind. Und Ja, da ist Hammer. es halt nach arabischem Recht alles nicht mehr so einfach. Also da kann die Frau nicht einfach mal die Biege machen, Nein. ne? Und das heißt, Ja. dann bist du dein, ja, einige Zeit erstmal gefangen. Und es ist gut, dass ihr sowas anbietet, dass man wenigstens so einen Austausch hat unter Menschen, die einen dann verstehen, ne? Also was man eventuell dann in dieser Zeit auch durchmacht, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Richtig, richtig. Und wir knüpfen jetzt auch da unten Kontakte zu Anwälten, die vielleicht die Deutsch sprechen, die weiterhelfen können eventuell. Und ja, es ist noch in den Kinderschuhen, aber ich denke, dass wir brauchen da noch ein bisschen Zeit, aber das wird so, wird wohl laufen. Das Ja. ist super, ja, dass man wirklich jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, weil in Hurghada, man kennt es ja, du hast 1500 Anwälte und es ist einfach niemand wirklich so seriös, also auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst, weil wenn du zu bestimmten Themen Fragen hast, wie ich damals alleine zu Wohnungskauf, habe ich von drei verschiedenen Anwälten 10 Meinungen bekommen, wo ich gedacht habe, wie Ja. kann denn sowas sein? Also, dass das wirklich jemand ist, der geprüft ist und der versteht, was Sache ist, auch bei binationalen Paaren Ja. einfach auch, ne? Dass man da auch Ja. Erfahrungen mit hat, wie man das alles lösen Ja, und kann. auch vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn die Frau sich scheiden lassen will, wenn die Orphi verheiratet ist und die will sich dann auch scheiden lassen da unten, ne? Dann gibt es also Anwälte, die helfen, und dann gibt es auch welche, die nehmen so horrende Summen, wo man dann sagt, verstehe ich irgendwo nicht. Ne? So ein Orphi hat mich dann ein paar ägyptische Pfund gekostet und ich muss dann das Zehnfache oder Zwanzigfache von dem bezahlen, nur um den wieder loszuwerden. Oder die sagen einem sogar, nee, das geht nicht. Gibt es auch. Ja, Also wie du ja Wahnsinn. schon gesagt hast, fragst du 5 Anwälte, da hast du 100 verschiedene Meinungen, ne? Und das ist da aber, ist dann aber halt so. Ja, schön, dass ihr Ja. euch drum kümmert, dass ihr da einfach eure Erfahrung auch, ja, dann gelten lässt, dass Frauen sich darauf dann verlassen können, ne? Weil meistens stehst du ja vor dem Nichts, du weißt ja gar nicht, was los ist dann. Es gibt ja viele Frauen, die verkaufen ihre Häuser, ihre Wohnungen in Deutschland, lassen hier einfach alles hinter sich, kündigen ihren Job und gehen zu Habibi, weil Habibi dann ja auch erzählt, dass er ja da eine riesen Business-Idee hat, einen riesen Business-Plan und dann wird das Geld reingesteckt und im Endeffekt, ja, ist alles futsch. Und dann sitzt du da, du hast dann im Endeffekt ja nichts, ne? Wenn du nur materiell geschädigt bist, ist ja noch okay, aber wenn du dann psychisch auch und physisch eventuell geschädigt bist, dann ist es schon, haben die Frauen echt ein Riesenpäckchen zu tragen, ne? Ja, also da sind einige, sind sehr traumatisiert. Die können teilweise auch noch nicht über diese Erlebnisse sprechen und die befinden sich auch in psychologischer Betreuung. Und wir haben auch eine, die ist in eine Klinik gegangen, weil es alles so viel geworden ist. Die ist in eine Klinik gegangen, um wieder ja, ich sag mal, gesund zu werden, ne, seelisch. Und das tut weh. Es tut weh. Man muss aber damit lernen, damit umzugehen und auch wie das zu verarbeiten. Und einfach nur da den Deckel drauf machen, funktioniert nicht, weil das kommt irgendwann da hoch und das bricht dermaßen stark dann aus. Das ist so wie so ein Kochtopf, ne? Wenn ich den zu lange erhitze, dann ist der Druck so hoch, dass er irgendwann explodiert. Und das passiert dann
Auch in Kleinigkeiten, das muss nichts mit der Sache zu tun haben, da fehlen Kleinigkeiten, weil man Gefühle unterdrückt. Da wird man gefragt, dann ist man plötzlich gereizt, explodiert für Kleinigkeiten und im Grunde genommen hat das gar nichts mit dieser Sache zu tun gehabt, sondern mit einer Sache, worüber man seit Jahren nicht reden will, weil das einfach zu weh tut. Ja, aber das ist ja bei uns allen so, ne? Wenn man die Psyche betrachtet, wir sind Ja. ja auch immer irgendwo noch kleine Kinder in vielen Hinsichten. Das, was wir in der Kindheit nicht aufgearbeitet haben oder wo wir uns zu Ja. Unrecht irgendwie behandelt gefühlt haben, das kann bei jedem von uns hochkommen. Deswegen sagt man ja, man darf Gefühle nicht unterdrücken. Man muss alles, was einem auf Ja. dem Herzen liegt, muss auch raus. Nur bei solchen Frauen wie jetzt auch mit dem Betzness ist es schwer, sich jemandem anzuvertrauen, mit dem man halt wirklich sprechen kann. Weil die beste Freundin, die versteht dich nicht mehr, die Eltern, die verstehen dich vielleicht auch nicht mehr, dein ganzes Umfeld versteht dich einfach im Endeffekt nicht mehr, wie du ja Ja. beschrieben hast, wenn der Betsy's dann so weit ja, erreicht hat durch die Gespräche, dass man sich dann niemandem mehr anvertrauen kann, dass du einfach nur noch auf dich allein gestellt bist. Und je mehr du das in dich reinstopfst, reinprügelst, was auch immer, da nicht drüber zu sprechen, ja, platzt du dann irgendwann, ne? Und ich will Ja. auch nochmal einen Appell von mir, meine Lieben. Also, wenn es Betroffene jetzt gibt, die das jetzt sehen, sucht euch Hilfe. Macht das, versucht es nicht eins zu eins nur mit euch alleine auszumachen. Es gibt solche tollen Leute, Virina und ihre Freundin, unter anderem deine Freundin haben wir gar nicht richtig erwähnt. Die ist ja, die wirkt da ja auch mit, Ja. dass ihr das wirklich ja ins Leben gerufen habt und vertraut euch jemanden an, der euch dann zuhört, mit dem ihr euch treffen könnt, austauschen könnt, auch mit den Frauen dann untereinander. Funktioniert das bei euch? Also, dass man sich untereinander dann austauschen kann in der Gruppe? Das funktioniert dann Ja auch, dass klar, das. Ja. ja natürlich. Wir haben einmal wir haben Community-Chats, wo sich die Gruppe, also jeder sich da treffen kann. Dann, wenn irgendwo Bedarf besteht, dass man sich jetzt gerade mal irgendwas loswerden möchte, weil wenn irgendwie etwas bedrückt, dass der Betsy sich wieder nach einem halben Jahr gemeldet hat oder sowas, dann gibt es den Community-Chat und da wird sich immer irgendwie eine melden. Und wir haben dann also auch, wie gesagt, einmal die Woche, wo wir uns dann ganz bewusst dann also treffen und dann auch austauschen. Und das ist dann so unterschiedlich. Da gibt es viele stille Mitleser und dann gibt es auch einige, die sich dann auch austauschen, wo wir dann auch miteinander chatten. Und das passiert auf jeden Fall zu einem festen Termin und der Community-Chat ist immer offen. Ja, sehr gut. Na? Ja, also falls jemand da wirklich gerade verzweifelt ist, ob der Betsy ein Betsy ist, da könnt ihr gerne nachschauen. Ne? Also bei euch auch auf Facebook hattest du ja gesagt, da kann man schauen, ja, ob der einfach diese Grundstrukturpunkte drauf passen oder die halt schon wirklich sehr geschädigt sind, dass man sich da austauscht. Denn keiner wird dich so gut verstehen wie jemand, der das halt auch durchlebt hat, ne? Und der Genau. einfach weiß, wovon man spricht und was genau abgelaufen ist, weil es sich ja auch wiederholt. Also das Prozedere ist im Endeffekt fast immer dasselbe. Ja, also die gehen nach dem Drehbuch vor. Ja. Ich selbst habe das gemerkt bei meinem Betsy, also als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, das ist ein Muster. Der ist wirklich nicht ein Millimeter davon abgewichen. Es war immer ein und dasselbe Café, wo wir nach dem Ausflug hingefahren sind. Und das war immer ein und dasselbe. Man konnte, also hinterher ist mir das erst aufgefallen. Das ist mir da auch noch nicht so bewusst gewesen. Und vielen wird das erst bewusst, wenn das vorbei ist. Und meine Freundin sagte zu mir, wenn er da war, dann hatte sie immer ich sag mal, wenn sie in Deutschland war, hat sie klarer gesehen. Sie sagte, sie hatte da so einen klaren Blick drauf und wenn sie in Ägypten war, dann war das dann schon, dann drehte sie sich im Prinzip um 180 Grad, kann man so sagen. Ich hab sie ja dann gesehen und habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr merkwürdig bei ihr, ne? Aber ich habe nichts gesagt aber als wenn man jemanden dann eine gewisse Weile nicht gesehen hat, aber man den doch sehr gut kennt, fällt es einem auf.
Und das ist dann so. Und diejenigen, die aber da drin stecken, die wollen es dann aber natürlich nicht wahrhaben. Ich habe mich doch nicht verändert. Nein, ah, nein, das musst du missverstanden haben. Aber genau, aber das passiert aber viel. Das sagen mir auch Angehörige, dass sie das also auch genauso erlebt haben. Und deshalb sind wir auch für diejenigen da, die jemanden im Prinzip haben, der auf ein Betsy hereingefallen ist. Also auch die Leute brauchen Ansprechpartner und der sie versteht und wo sie sich Rat und Hilfe suchen können, weil das wird sehr, sehr oft vergessen. Und dafür sind wir also auch da. Wir lassen niemanden im Regen stehen, der Hilfe braucht. Also, ne, in dem Sinne. Ja, also auch die Angehörigen. Falls jemand ja, Redebedarf hat, beziehungsweise einfach mal gucken möchte, wie ist denn da der Stand? Also ist das tatsächlich jetzt so oder nicht? Also du kennst ja die Abfolge, du weißt ja ganz genau, was passiert ist, beziehungsweise was passieren wird auch irgendwo, ne? Und dass man einfach schon mal jemanden hat, wo man sich ja auch hinwenden kann, dass man ja Genau. nicht im Regen steht. Ne? Ja, ich danke euch echt unheimlich, dass ihr das so ins Leben gerufen habt, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Aber ich finde es immer ganz toll, wenn man halt sich gegenseitig hilft, anstatt sich gegenseitig irgendwie fertig zu machen und zu sagen, oh, guck mal, bist jetzt wieder drauf reingefallen, was bist du für eine? Es kann jedem passieren und es ist schön, dass Ja. man einfach dann aufgefangen wird, dass man Zuspruch bekommt und dass man weiß, es wird auch wieder alles gut. Also es passiert Frauen von bis, da kann man gar nicht sagen, ich bin da vollkommen vorgeschützt und dass ihr einfach bedachter rangeht, wenn ihr auch einen Urlaub in Ägypten plant. Weil ich habe ja viele Zuschauer, die gucken ja einfach so, ne? Die müssen ja nicht unbedingt irgendwie was mit Betsys zu tun haben. Aber diejenigen, die Nee. vielleicht auf meinen Kanal stoßen, um nur gerade so den Urlaub zu planen. Ihr wisst Bescheid, ihr haltet euch von allen fern. Ihr redet, ihr öffnet euer Herz nicht. Ihr macht euer Ding und ja, dann bewahrt ihr euch vor einigen Dingen, die vielleicht nicht sein müssen. Wobei, ne, ist es jetzt vielleicht auch nicht gerade richtig, das so zu verallgemeinern. Es gibt halt so diese paar Prozente, die wurde, das keine Betsys vielleicht sind, aber ja, ein großer Teil ist halt einfach so, ne? Ja, also man kann, also man sollte lieber sagen, beweis mir lieber, dass du keiner bist, ne, als anstatt den Beweis zu suchen, dass er keiner ist. Ne? Sondern wir haben viele Frauen, die haben einen kennengelernt und die suchen ganz akribisch nach dem ultimativen Beweis, dass er keiner ist, dass er ein guter ist. Und nicht das, was die anderen denen gesagt haben. Boah, du fällst dann auf den rein. Und das ist auch diejenigen, die vielleicht schon mal drauf reingefallen sind, die das klar erkennen. Das ist ein Betsy und das kann nicht sein. Nein, das ist er nicht. Und die suchen in jeder Gruppe, suchen die nach dem Beweis, dass er keiner ist. Oder beziehungsweise, wenn sie suchen dann eventuell sogar noch eine Frau, die eventuell auf ihn hereingefallen ist. Und aber immer in der Hoffnung, dass die ihm sagt, das ist keiner. Oder wenn sie keine finden, das ist ein Guter. Haben Ja, wir das auch ist ja eine genügend Suche gehabt. wie, ja, wie eine Nadel im Heuhaufen, oder nicht? Also das ist ja. Ja, aber die haben Zweifel, da ist was aufgeploppt, aber sie wollen es nicht wahrhaben, weil er es immer wieder schafft, Sand in die Augen zu streuen und ihr diese Zweifel erst einmal zu nehmen, ne? Weil Sorina, wir er haben jetzt nur sich noch eine total Minute. anders verhält. Also wir haben jetzt wieder nur eine Minute. Soll ich jetzt nochmal einen neuen Link machen oder wollen wir uns eventuell dann nochmal treffen und dann nochmal ein zweites Video machen? Was meinst du? Weil wir haben, glaube ich, noch viel zu besprechen. Wir können gerne noch ein Video machen, kein Thema, können wir Ja. gerne machen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns hier an der Stelle von meinen Zuschauern einfach mal verabschieden. Aber ihr werdet Rina definitiv öfter jetzt bei mir auf dem Kanal sehen. Ich freue mich, dass wir da uns austauschen können und du eine große Hilfe bist gegenüber anderen. Und dann machen wir vielleicht Ja, einfach so danke. Fachthemen, weil du hast ja auch Blogs, die du teilst, wo du was zu schreibst. Ja. Und dann werden wir vielleicht das einfach auch bei uns auf dem Kanal veröffentlichen. Können wir auch so machen. Also, Ja, können wir gerne dass machen. wir das als Video im Videoformat dann machen. Ja, können wir Ja. gerne machen.